Lange Zeit war es still um Mops. Ich wollte sie auch nicht drängen. Um Gottes Willen, ich kann euch versprechen, heute seht ihr das Baby zum ersten Mal und ich lasse sie mal zu Wort kommen. Bleibt dran! Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Ein Hoch auf die Spülmaschine. Die rettet mir dann tatsächlich den Popo. Also ich habe alles gespült, von bis über nach. Und ich hatte ja gesagt, dieses eine Teil hier, das kriegt man nicht sauber. Das habe ich jetzt schon mit einem Schwamm einfach sauber gemacht. Also ich glaube, das kriegt man noch mehr sauberer. Und ich glaube, ich habe hier hinten, sieht man das? Da habe ich was abgebrochen. Ich glaube, das ist der Wasserauslauf, was dann unten aus dem Wohnmobil rausgeht. Da ärgere ich mich jetzt auf jeden Fall gerade eben ein bisschen. Und auch hier, man sieht, alles ist richtig schön sauber geworden. Ich meine, das sind jetzt hier nicht Neuigkeiten für euch, aber ja, ich konnte die Spülmaschine walten lassen. Und heute ist Premiere. Heute ist Premiere. Schaut sie euch an. Ah, das Baby gibt es zum ersten Mal zu sehen. Natürlich nicht in einer Volltotalen. Der kleine Junge, der schläft gerade eben. Mops, wie ist es dir ergangen? Einige Tage sind rum. Ha? Hart, ja, oder? Ja, also, wie fange ich an? Ja, wie war es bei der Geburt und keine Ahnung was? Wir wissen ja eigentlich gar nichts. Also, ich weiß gar nicht. Sollen wir vielleicht mal ein Geburtsvideo, ein Geburtsberichtvideo machen? Das ist vielleicht, würde mich mal interessieren, ob euch das interessiert irgendwie. Ach so. Und ja, ich muss sagen, es war wirklich krass. Es war wirklich krass gewesen, aber ich bin ja positiv an die Sache rangegangen. Aber ich habe nach der Geburt, habe ich direkt zu dir gesagt, das habe ich nicht bei mir angesagt. Nach der beiden Geburt, glaube ich, also, oder? Ja, wobei ich sage, das war's. Das war's, das wirklich. War's, das ist das letzte Kind. Krass. Also ich habe echt gelitten wie ein Hund, sage ich jetzt mal. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Das war wirklich eine krasse, krasse Nummer. Und ja, ich musste mich jetzt auch ein paar Tage erholen, weil es gibt sowas wie Geburtsverletzungen und die Frauen von euch wissen, ich stille, da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Das ist schon eine Nummer, wenn man quasi dauerstillt, das Kind immer wieder anlegt oder es auch angelegt werden möchte, da muss der Körper sich auch dran gewöhnen. Zudem zieht sich ja auch die Gebärmutter, die sitzt ja ganz weit oben, die zieht sich ja wieder zusammen und zurück. Das sind halt Nachwehen, die man hat. Die sind auch richtig heftig. Also da hat es mir echt auch vorgegraut, weil ich die bei mir auch richtig krass hatte. Das ist so wie die heftigsten Unterleibsschmerzen, die es nochmal gibt. Klar, nichts im Vergleich zu der Geburt und zu den Wehen. Aber ich finde so, nach der Geburt, also ging es mir, ich bin dann einfach überempfindlich, weil es war einfach eine krasse Nummer und du willst einfach deine Ruhe haben. Und ja, genau. Und so ist es auch. Wir hatten noch eine große Sache, die Plazenta, also die Nachgeburt, wollte nicht kommen und dann haben die schon zu mir gesagt, hören Sie mal, wenn die jetzt nicht gleich kommt, in 10 Minuten müssen wir sie in den OP schieben und ich gucke die an, ich sage, ich will nicht. Dann sagt sie, ja, das geht nicht, das ist zu gefährlich, ich habe auch total gezittert, habe versucht, mich zusammenzureißen, aber das ging gar nicht und die haben sich dann echt Sorgen gemacht, weil man kann ja auch dann verbluten und die haben halt diese Auflage, innerhalb von einer Stunde muss die kommen und dann dachte ich, nein, nein, nein und ja, waren sie schon Pipi machen oder geh mal Pipi machen irgendwie oder Katheter. Ich sage, nee, ich gehe Pipi machen, ich will keinen Katheter. Dann habe ich doch einen Katheter gekriegt, dass der Urin abgeht, in der Hoffnung, die Nachgeburt kommt. Die kam dann immer noch nicht und dann habe ich irgendwann gesagt, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will meine Ruhe haben, ich möchte was trinken. Habe versucht, so irgendwie die Zeit rauszuzögern und zur Ruhe zu kommen, weil ich auch einfach gar keine Kraft mehr hatte. Ich war ja die ganze Nacht wach gewesen. Die Fruchtblase war ja um 10 Uhr abends geplatzt und ja, und von da an war nicht mehr viel Schlaf. Also ich habe mich geruht, hatte dann aber immer wieder Wehen gehabt und ich war dann einfach kraftlos, weil der ist morgens um 7 Uhr noch was zur Welt gekommen an dem Wunschdatum. Und ja, das ist wirklich so, das zeigt mir, was mental, also psychisch, da steckt auf jeden Fall was hinter, meiner Meinung nach, dass man sich da so, ja, ich habe da für mich den Startschuss gegeben, habe gesagt, okay, habe zu dem Kleinen gesagt hier am Vortag, du darfst dich jetzt auf den Weg machen, habe die Tage davor immer gesagt, bleib noch so und so viele Tage und so, ja, genau, ja, und jetzt, ja, jetzt geht es mir aktuell
eigentlich soweit ganz gut. Ich bin trotzdem noch ein bisschen schlapp hier und da habe ich auch noch Wehwehchen. Aber du hast mega abgenommen, also schon. Gestern war Sarah da, die sagte: Hey, Mops, du siehst ja richtig gut wieder aus. Also, Ja, ne? mir selber fällt es gar nicht so auf. Wir haben nämlich hier auch gar keinen Ganzkörperspiegel oder so, muss ich sagen. Ja, und ja, wir freuen uns, dass wir zu viert sind. Also dem Kleinen geht's gut. Fakt ist, die Nachgeburt kam auf jeden Fall dann noch, wo sie quasi mit dem Wehencocktail mit Die Oxytocin kam gerade in der reinkam, Tür rein, wo ne? ich auch gesagt habe, nein, das will ich nicht. Und sie so, dann müssen wir aber jetzt OP. Und ich so, ja, okay. Und dann kam sie rein und dann war sie da, die Nachgeburt. Endlich. Und dann hatte ich meine Ruhe. Nee, ich musste auch noch genäht werden, das kommt auch noch hinzu. Also es war wirklich ein riesen Tobabo und aber es ging trotzdem flott, Es ne? ging Also flott, von da ja. aus, wo wir zum Krankenhaus reingegangen sind, bis zur Geburt ist, glaube ich, nur rund 1,5 Stunden vergangen, wo es dann richtig heftig war. Ja, und jetzt finden wir uns gerade so ein bisschen zurecht und gucken hier und da und jenes, Ja, lernen ich den. finde es mega krass, wie routiniert du warst und so weiter. Also in der Nacht dann mit den Wehen und alles. Also dann kam die ja von 8 Minuten dann auf 3 Minuten irgendwann runter. Dann sind wir hoch Dann und. habe ich ja selber gesagt, ich glaube, ich sollte mich jetzt mal anziehen und wir Ja, ich sollten habe ja vorher hochgehen, schon so ne? ein paar Mal gesagt, komm, lass doch nicht Ja. mal hoch oder Wenn Saelo sowas. gegangen wäre, sofort Fruchtblase geplatzt, wir gehen in den Kreißsaal rein. Die hätten Ja, mich klar. weggeschickt. Dann habe ich gesagt, was, da können die ja noch gar nichts mit uns anfangen. Die schicken mich weg, lass mich noch ausruhen, lass mich noch versuchen, Schlaf zu kriegen, Kraft zu sammeln, weil ich weiß, eine Geburt ist ein körperlicher Ausnahmezustand, was ich wieder nur, ja, also ich bin wirklich froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. Und aktuell ist es so, ich möchte eigentlich, dass die Zeit stehen bleibt. Kennt ihr das? Also so kann es jetzt gerade bleiben. Der Kleine so ist klein und ich muss sagen, er ist wirklich auch einfach, würde ich jetzt sagen. Und es ist jetzt schön, wir sind zu viert, man ist gerade Ja, auch glücklich das mit dem und Häuslichen auf jeden Fall, ne? ja, mit Also dem das ist schon. Häuslichen, das genießen wir gerade auch jetzt ganz klar, gerade im Wochenbett, ne? Ich kann jederzeit duschen, ich habe ein ordentliches Klo, wenn ich mir jetzt vorstelle. Freistehen würde gar nicht möglich sein. Das wäre so, ey, da kannst du nicht mal eben duschen und so. Aber selbst auf dem Campingplatz, wenn ich da jedes Mal zu den sanitären Anlagen laufen müsste, ey, ich bin hier die ersten Tage gelaufen, wie weiß ich nicht was, wie ich konnte echt sehr, sehr schlecht laufen aufgrund von Schmerzen und sowas, ne? Deswegen bin ich wirklich gerade sehr, sehr froh, dass wir hier diese Räumlichkeiten haben. Wir fühlen uns auch hier sehr, sehr wohl. Also die Dame, wo wir hier im Haus leben, ist wirklich sehr, sehr nett. Ja, schön eingelebt haben wir Ja, uns einfach, ne? genau. Sie ist sehr nett. Man versteht sich gut. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass sie sich damals bei uns gemeldet hat. Sie hatte sich ja per Mail bei uns gemeldet aufgrund der Zeitungsartikels, wo wir in Marokko waren. Und ja, genau. Also so geht's mir jetzt, so geht's uns. Und Ja, aber du bist auch schon, wenn ich jetzt so tagsüber auf Tour bin, bist du dann schon so, ah, wann kommen sie jetzt endlich mal? Also es ist ja. auch nicht ganz was Also für für dich dann, mich ist ne? es auch nicht ganz einfach, muss ich sagen, weil ich bin ja gewohnt, dass wir viel draußen sind oder dass wir unterwegs sind. Und jetzt hänge ich hier und dann sehe ich hier draußen den blauen Himmel und denke mir, ach, 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 ne? Und ja, dann habe ich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Langeweile und ich vermisse die beiden auch, ne? Weil ich kenne ja die ganze Zeit mit Mian und mit Illo zu sein. Klar, ich bin mit dem Kleinen, aber der schläft halt viel. Und dann, was machst du ja? Dann fummelst du so ein bisschen am Handy, hast schon alles abgefummelt und ja. Dann schlafe ich auch und so, aber mittlerweile ich muss raus wieder. Ich merke, ich muss an die frische Luft, ich muss raus, ich muss mich so ein bisschen bewegen. Ich muss zwar ruhig machen, aber ich brauche dieses, ich fühle mich hier, ja, die ganze Zeit in den vier Wänden ist nicht meins. Und wir haben ja auch keinen Balkon, wir dürfen ja den Garten mitbenutzen, aber da muss ich für erstmal runtergehen und wir sind quasi hier, dritte Obergeschoss ist die Dachwohnung. Zweiter, oder? Nee, dritte quasi ist das. Okay, ja. Die Treppe hier musst du ja quasi auch nochmal hochzählen. Wie du möchtest. Genau, und das war so dieses, ich konnte gar nicht da irgendwie laufen. Also es war echt, ja, so ist es, genau. Und jetzt habt ihr mal ein Update von mir, Ja, wie aber ihr eine uns jetzt Frage mal habe ich gesehen. doch. Ja, Wie ist okay. denn so eine Pause nach 2 Jahren Illo und Mops? Ja, weil wir sind ja durchgehend eigentlich am Ballern Ja, gewesen, ja. ne? Wie ist denn das so für dich, dass du nicht mehr hier so vor der Kamera so. Ja, da habe ich gar nicht so dran gedacht. Ich Hast du gar glaube, nicht dran aufgrund gedacht? meiner ganzen körperlichen Wehwehchen und dass ich ja auch viel geschlafen habe und mich auf den Kleinen konzentriere, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber natürlich tut es auch mal gut und das ist halt das Gute, weswegen wir haben uns ja auch mit dem Hintergrund, haben uns einfach Vorsprung erarbeitet, dass wir mal sagen können, so, ich mache jetzt mal Pause. Illo hat ja ein bisschen Videos dann für euch gemacht alleine.
Und ja, es geht ganz klar, Familie, Gesundheit geht vor. Und jetzt merke ich wieder, okay, ich habe wieder ein bisschen mehr Kraft, Elan. Ich habe auch Zello gesagt, also es war auch meine Idee, komm, lass uns jetzt, es ist vollkommen in Ordnung. Ich habe ja extra gewartet, bis du dann sagst, okay, jetzt können wir wieder arbeiten oder Genau, hier vor der genau, Kamera da genau. sein, ne? Ja, und ich merke gerade wieder, ich habe Hunger. Also ich Ja, habe echt und viel Durst Hunger, vielleicht auch, ne? Durst und Hunger. Ich bin ja sonst echt ein schlechter Trinker. Und Leute, wisst ihr, was ich genieße? Ich lag gestern Abend am Fußende. Mian war am Schlafen, der Kleine war am Schlafen gewesen. Ich liege am Fußende und ich liege auf dem Bauch. Ja, du Ah, liegst auf dem Bauch. ich kann wieder auf dem Bauch liegen. Ach, wie schön Krass. war das, auf dem Bauch die Beine angewinkelt, aber dann taten doch die Brüste weh. Ja. Aber trotzdem, dieses auf dem Bauch wieder liegen. Und ich muss nicht mehr so oft Pipi machen. Ich war ja sonst nachts, ich glaube, dreimal raus und dann immer dieses Rauskommen mit dem Bauch. Also jetzt rauskommen ist momentan auch noch schwer, weil ich darf die glatte Bauchmuskulatur, ich soll so nicht anstrengen. Aber trotzdem, ich bin wieder beweglicher. Ich komme runter an die Füße besser und nicht dieses, ne, hier ist was im Bauch. Das genieße ich schon, die Beweglichkeit. Und ja, ich gehe zwar nachts, wenn ich wach werde, gehe ich auch nochmal Pipi machen, einfach wegen den Blutungen. Ne, dass das quasi, wenn du Pipi machst, dann, ja, über was reden wir? Ja, aber es ist ja Ausläuft einfach oder was? so, Keine ne, Ahnung. genau. Dann ist ja so, wenn du liegst, dann sammelt sich das an. Und ja, wenn du halt dann aufstehst, dann ne, gehe ich lieber einmal vorsichtshalber zur Toilette. Ja, genau, und so ist es einfach. Ja, super Feedback von dir. Schön, dass du wieder Ja. da bist. Ja, zurück im Park, im Bochumer Stadtpark. Also ganz, ganz toller Spielplatz. Hier bin ich eigentlich immer sehr gerne mit Mian. Die haben A, einen Wasserspielplatz und einen großen Spielplatz. Sind viele ja, Eltern da mit Kindern und so weiter. Ich kann mich hier eigentlich ja, gut hinchillen. Kann den Mian beobachten, wie er spielt. Lernt immer wieder neue Kinder kennen. Wir haben auch schon viele Gemeinschaften oder ja, Spielepartner, so nennt der Mian das, gefunden und das ist auf jeden Fall richtig cool. Also neue Menschen, neue Kinder und ja, ganz klasse. Der Mops wollte eigentlich mit, aber die ist jetzt gerade eben auf der Couch eingepennt. Ja, sie will natürlich am Anfang recht viel, aber es klappt noch nicht so ganz. Deswegen ich bin jetzt einfach abgehauen, ohne ihr Bescheid zu sagen. Hatte gerade noch die Wäsche im Garten abgehangen und bin jetzt einfach los. Werde jetzt hier einfach für Mia ein bisschen da sein, dass er hier schön spielen kann. Da kann mich hier auch ein bisschen, ja, mit dem hier ein bisschen entfalten. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es hier heißt Illo und Mops. Und ich denke, heute, das waren nochmal super erfreuliche Informationen. Ich bin froh, dass Mops es wieder so gut geht. Bis dann. Ciao.